herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir jetzt wieder mit MQTT arbeiten. Diesmal werden wir aber keine Daten an den MQTT Broker senden, sondern stattdessen die LED auf dem Mikrocontroller über MQTT steuern. Das heißt, wir müssen im Mikrocontroller auf eine MQTT-Nachricht reagieren. Wie macht man das? Schauen wir uns dafür als erstes wieder die Dokumentation von ESP Home an. Die Dokumentation zu MQTT, die ist relativ lang, da muss man sich ein bisschen durcharbeiten. Ich zeige Ihnen jetzt, wo wir da direkt einsteigen müssen. Was wir machen wollen, ist, dass wir auf eine Nachricht reagieren. Und hier gibt es so einen Trigger, der nennt sich OnMessage. Und OnMessage hat die Möglichkeit, auf Nachrichten zu reagieren und auch anhand deren Inhalt zu entscheiden, welche Aktion ausgeführt wird. Hier ganz am Anfang gibt es ein einfaches Beispiel. Also wenn eine Message zu einem bestimmten Topic gesendet wird, dann soll ein Switch, ein Schalter zum Beispiel angeschaltet werden. Das geht schon sehr in die Richtung dessen, was wir tun wollen. Wir wollen eine Nachricht schicken und dann entsprechend die LED an- oder ausschalten. Hierzu gibt es dann auch ein paar weitere Beispiele. Zum Beispiel entweder, wie man auf unterschiedliche Topics reagiert oder auch, wie man Lambdas verwendet, um sich den Inhalt einer Nachricht anzuschauen. Ich werde der Einfachheit halber jetzt diesen On-Message-Trigger verwenden. Es gibt aber auch analog zu dem Senden von JSON-Messages die Möglichkeit, eine JSON-Message zu empfangen und entsprechend auch einen On-JSON-Message-Trigger. Der Einfachheit halber werde ich jetzt den normalen On-Message-Trigger verwenden. Also gehen wir zurück zu meinem ESP Home-Konfiguration. Die müssen wir jetzt editieren. Und was müssen wir hier tun? Wir müssen hier im Bereich MQTT jetzt einfügen, was passieren soll in dem Moment, wo eine Nachricht zu einem bestimmten Topic gesendet wird. Ich habe das für die LED mal vorbereitet. Ich habe den Bereich jetzt gerade hier reinkopiert. Also immer dann, wenn eine Nachricht empfangen wird, und zwar abhängig von einem Topic. Das Topic, das ich gewählt habe, ist LED, weil ich die LED schalten will. Und auf meinem D1 Mini, also so könnte man jetzt verschiedene LEDs bei verschiedenen Geräten zum Beispiel schalten. Also immer dann, wenn eine Nachricht bei dem Topic LED/D1 Mini empfangen wird, dann wird geprüft, ob der Inhalt der Nachricht entweder on oder off ist. Und je nachdem wird dann die LED entweder an oder ausgeschaltet. Und was hier an- oder ausgeschaltet wird, das ist die ID Red LED. Und wenn wir nochmal nach oben scrollen, dann sehen wir auch, dass unsere LED, die wir ganz am Anfang mal eingefügt haben, genau diese entsprechende ID hat. Also mit diesem Bereich, den ich jetzt hinzugefügt habe. Und wie immer gilt, Sie müssen das nicht abtippen. Die Infos oder der Source Code finden sich auch in dem GitHub-Repository, das ich zum Video verlinken werde. Also mit diesem Bereich, den ich hinzugefügt habe, können wir jetzt über MQTT die LED schalten. Speichern wir die neue Konfiguration und installieren sie auf unserem Mikrocontroller. Wie immer dauert das ein paar Sekunden. Der Mikrocontroller bootet jetzt neu und verbindet sich anschließend mit dem WLAN. Und nach kurzer Zeit ist unser Mikrocontroller wieder online und wir können auf die Web-Oberfläche gehen und uns da anschauen, welche Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Hier hat sich jetzt nicht viel geändert. Ja, nach wie vor haben wir die Temperaturmessung, die Luftfeuchtemessung. Wir haben unseren Button, auf den wir reagieren können, ja, um die LED zu schalten. Wir sehen jetzt hier allerdings nicht, dass sich irgendwas weiteres getan hat durch unsere Konfiguration zu MQTT, die wir hinzugefügt haben. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, um eine Nachricht an unseren MQTT-Broker zu schicken zu genau diesem Topic, auf das unser kleiner Mikrocontroller hier wartet. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten die Information von einem anderen Mikrocontroller schicken. Wir könnten ein kleines Programm schreiben, zum Beispiel ein Python-Programm, das einfach diese Nachricht schickt. Ja, da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Zur Demonstration werde ich jetzt eine Applikation verwenden, mit der man einfach manuell so MQTT-Nachrichten versenden kann. Die Applikation nennt sich MQTTX. Ja, und das ist ein einfacher MQTT-Client. Mit dem kann ich mich zu einem MQTT-Broker verbinden und dort Nachrichten senden. Testen wir das Ganze mal.
Dazu muss ich als erstes eine Connection anlegen. Ich nenne das mal My IoT Broker. Hier muss ich jetzt den Host angeben. Das ist bei mir der MySimple IoT Stack, duckdns.org. Der Username ist Mosquito und das entsprechende Passwort für meinen MQTT Broker. Und damit, alles andere lassen wir auf Standard, sollte ich mich jetzt verbinden können. Und wir sehen, wir sind jetzt mit dem MQTT Broker verbunden. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass Sie das besser sehen im Video. Wir können jetzt zum Beispiel eine Subscription anlegen. Wir wissen ja, dass unsere Mikrocontroller Daten zu dem Topic Environment sendet. Machen wir das mal. Wir warten jetzt auf Nachrichten in dem Topic Environment und da alle Nachrichten, die dahin gesendet werden. Also wir sollten jetzt relativ bald eine Nachricht sehen, die von unserem Mikrocontroller kommt. Das Ganze sollte maximal 60 Sekunden dauern. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich die erste Nachricht, die unser Mikrocontroller geschickt hat. Wir sehen, ja, das ist eine JSON-Nachricht. Ich formatiere das auch mal als JSON. Sieht man das gleich ein bisschen besser. Die enthält zwei Werte, nämlich genau die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, die wir gemessen haben. So, und jetzt haben wir eine neue Nachricht erhalten. Weil ich hier das Format auf JSON umgestellt habe, ist die jetzt auch ein bisschen schöner formatiert. Wir sehen also die Daten, die von unserem Mikrocontroller gesendet werden. Das hat aber die ganze Zeit schon funktioniert. Wir haben ja auch die Daten in die Datenbank bekommen. Was wir jetzt tun wollen als nächstes, ist den Mikrocontroller zu steuern. Also die LED in dem Mikrocontroller über eine MQTT-Nachricht an- und auszuschalten. Um die LED zu steuern, müssen wir nun eine Nachricht zu einem bestimmten Topic an den MQTT-Broker senden. Der wird die an den Mikrocontroller weiterleiten, weil der Mikrocontroller sich auf bestimmte Topics, auf bestimmte Themen subskribiert hat. Welches Thema war das nochmal? Ich wechsle hier nochmal in die Konfiguration unseres Mikrocontrollers. Schauen wir uns die an. Im Bereich MQTT haben wir hier den Bereich der Subskription. Und dort sieht man, dass der Mikrocontroller auf das Topic LED D1 Mini wartet. Und je nachdem, ob der enthaltene Wert in der Nachricht on oder off ist, die LED entsprechend schaltet. Hier sehen wir jetzt nochmal die Schaltung, da hat sich nichts dran geändert. Es gibt immer noch die LED, den Button und den Sensor. Die LED ist aktuell aus. Und was ich jetzt tun möchte, ist eine Nachricht an den Mikrocontroller zu senden, um die LED einzuschalten. In dieser Anwendung macht man das so, dass ich jetzt sage, zu welchem Topic. Wir wissen, das ist LED D1 Mini. Und dann muss ich noch festlegen, welche Daten ich schicken will. Das ist jetzt bei mir Plain Text, also ich schicke eine reine Textnachricht, kein JSON oder ähnliches. Und der enthaltene Wert ist on. Ich möchte die LED ja anschalten. Senden wir diese Nachricht. Und wir sehen direkt, dass die LED vom Mikrocontroller angeschaltet wurde. Jetzt können wir die natürlich auch wieder ausschalten, indem wir die Nachricht off senden. Und entsprechend wird die LED ausgeschaltet. Das Ganze können wir uns jetzt natürlich auch in der Oberfläche anschauen. Auch da werden wir sehen, wenn ich hier eine Nachricht mit dem Wert on sende, das nochmal, geht natürlich die LED an und das Ganze wird auch hier in der Webansicht zum Mikrocontroller entsprechend dargestellt. Also damit haben wir es jetzt geschafft, den Mikrocontroller über MQTT zu steuern und jetzt haben wir so ein komplettes Ende-zu-Ende-Szenario umgesetzt. Wir können Daten über MQTT an eine Datenbank senden. Und wir können auf MQTT Nachrichten generieren, um irgendwas zu steuern. Eine LED, ein Relais oder was auch immer. Ja, somit haben wir jetzt ein komplettes MQTT-Szenario einmal Ende zu Ende durchgespielt. Eine Sache möchte ich jetzt hier an der Stelle noch zeigen. Wenn wir wieder auf die InfluxDB wechseln und uns da die Daten anschauen in unserem Bucket Sensor Data, dann werden wir feststellen, dass wir hier im Bereich Topics nichts finden, was mit dem Ein- und Ausschalten der LEDs zu tun hat. Ja. Das liegt einfach an der Konfiguration unseres IoT-Stacks. Dort habe ich nämlich festgelegt, welche Topics weitergeleitet werden an die InfluxDB. Wenn wir jetzt eben auch die Daten sehen wollen, wann eine LED an- oder ausgeschaltet wird, dann müssen wir die Konfiguration unseres IoT-Stacks anpassen. Das machen wir an dieser Stelle noch einmal.
Um jetzt die Konfiguration des IoT-Stacks anzupassen, müssen wir uns über SSH wieder mit der virtuellen Maschine verbinden. Ja? Das ist genau das gleiche Vorgehen, das ich verwendet habe, als ich initial den IoT-Stack aufgesetzt habe. Machen wir das an dieser Stelle einmal. Ich gehe in das Verzeichnis, in dem die Konfiguration des Symbol IoT-Stacks abgelegt ist. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann gibt es da drin verschiedene Verzeichnisse. Die Komponente, die zuständig ist, Daten von MQTT Broker an die Datenbank weiterzuleiten, das ist der Telegraph. Ich gehe jetzt in das Verzeichnis Telegraph. Dort gibt es eigentlich nur eine Datei, die telegraph.com. Und wenn ich mir die jetzt angucke, ich benutze hier für NVIM, Sie können jeden Editor verwenden, der auf Ihrer virtuellen Maschine installiert ist, dann sieht man hier einiges an Konfiguration. Der spannende Bereich, den wir uns anschauen müssen, ist dieser hier im Bereich MQTT Consumer. Gibt es eine Liste von Topics, die weitergeleitet werden. Man sieht jetzt, hier gibt es das Environment Data, das ist in dem Datenformat JSON. Ja, das ist ein MQTT Consumer. Wir werden jetzt noch einen weiteren anlegen, der dafür sorgt, dass nicht JSON-Daten, nämlich genau unsere On- und Off-Messages, auch weitergeleitet werden an die InfluxDB. Um das zu tun, kopiere ich einfach diesen Bereich hier und passe den entsprechend an. Das Datenformat, das ich hier verwenden werde, ist das Value-Datenformat. Details zu den verfügbaren Datenformaten findet man in der Dokumentation zu Telegraph. Also ich verwende das Value-Datenformat und den Wert, den wir senden, ist ein String. Und jetzt müssen wir noch das Topic anpassen. Ich passe das Topic jetzt mal so an, dass alles, was an das Topic LED gesendet wird, weitergeleitet wird. Damit haben wir jetzt die Konfiguration erweitert. Also wir haben jetzt zwei Input-Plugins, die verwendet werden, um Daten von MQTT an die Datenbank weiterzuleiten. Das ist nämlich einmal dieser Consumer, den wir die ganze Zeit schon hatten, JSON-Daten am Topic Environment. Und jetzt gibt es eben einen zweiten, der auf ganz einfache Werte in String-Format wartet bei dem Topic LED. Damit müssen wir jetzt unseren IoT-Stack neu starten, damit der die neue Konfiguration verwendet. Also, das machen wir wie immer mit sudo docker compose. Erstmal down. Wir halten alle entsprechenden Services an. Das muss ich natürlich auch im richtigen Verzeichnis machen, wo die Konfiguration liegt. Also in dem Symbol IoT-Stack-Verzeichnis. Nochmal docker compose down. Unser Stack wird gestoppt. Alle verfügbaren Services werden nun angehalten. Das dauert wie immer ein paar Sekunden. Und nachdem das erledigt ist, können wir den Stack wieder mit Docker Compose abstarten. Auch das dauert wieder ein paar Sekunden. Und sobald alles gestartet ist, können wir uns nochmal versichern, dass wirklich auch alle Services laufen mit dem PS. Und wir sehen, alle Services sind hier im Status ab. Also es scheint alles zu funktionieren. Dann können wir jetzt mal testen, ob auch unsere Nachrichten zum Schalten der LED wirklich in der Datenbank ankommen. Aktuell sieht es so aus, dass meine LED hier an ist. Deshalb schicke ich jetzt als erstes nochmal die Nachricht off an das entsprechende Topic. Ich hoffe mal, dass sich der Mikrocontroller mittlerweile schon wieder verbunden hat. Vielleicht müssen wir noch mal ein paar Sekunden warten. Ja, wir sind hier auch nicht verbunden. Ja, wir wurden natürlich disconnected in dem Moment, wo ich den Stack heruntergefahren habe. Schicken wir einmal die Nachricht off. Die ist beim Mikrocontroller noch nicht angekommen. Ich starte jetzt einfach den Mikrocontroller neu, um das Verbinden zu triggern. Ja, in dem Moment, wo ich ihn neu starte, verbindet er sich wieder mit unserem MQTT Broker. Nachdem ich den Mikrocontroller neu gestartet habe, sollte der jetzt auch wieder mit dem MQTT Service verbunden sein. Und dann versuche ich die LED mal anzuschalten, indem ich eine On-Nachricht schicke. Und wir sehen, das hat geklappt. Ja, die On-Nachricht ist angekommen. Hat ja ein paar Sekunden gedauert. Schicken wir nochmal eine Off-Nachricht. Auch die kommt wieder an. Und jetzt funktioniert der komplette Durchlauf nach wie vor. Ich kann die LED an- und ausschalten. So wechsle ich hier nochmal auf die InfluxDB
Und im Daten Explorer sehen wir jetzt, wenn wir hier auf die, jetzt habe ich falsch geklickt, auf die Topics filtern, dass es tatsächlich das neue Topic LED D1 Mini gibt. Ja, das sind die Nachrichten, die wir gerade gesendet haben zum An- und Ausschalten der LED. Und wenn wir darauf filtern, gibt es einen Wert. Den können wir uns aber leider hier nicht anzeigen lassen, weil das eben nur ein String ist und das kann die InfluxDB jetzt nicht anzeigen. Da müssten wir jetzt uns einen anderen Datentyp überlegen, könnten zum Beispiel 1 und 0 schicken für An und Aus und dann würden die Daten auch dargestellt. Das werde ich jetzt hier aber nicht machen. Es ging mir einfach darum, einmal den kompletten Weg zu zeigen, ja, Daten über MQTT vom Mikrocontroller zu senden und Daten zu empfangen und damit Aktionen auszulösen. Und jetzt als letzten Schritt haben wir auch noch gesehen, wie wir MQTT-Nachrichten in unsere InfluxDB kriegen. Und von da aus können wir dann weiter mit den Daten arbeiten. Das war's für dieses Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.